Einen wunderschönen guten Tag, ein Livestream. Ich versuche es mal wieder, hier in das weltweite große Internet zu kommen und meinen Kommentar zum Thema Schniedelmann und Muschifrau abzugeben. Und da gibt es heute einen schönen Beitrag von den Linken, den ich Ihnen als Zuschauer und Zuschauerin nicht vorenthalten möchte. Aber erstmal schauen wir, ob diese Verbindung hier überhaupt zustande kommt. Und ich grüße schon mal die ersten Zuschauer und Zuschauerinnen hier. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es geht wie gesagt um Schniedelmann und Muschifrau. Und ich starte schon mal damit. Also ich bin Muschifrau, ne? Ich bin eine richtig geborene Muschifrau. Innen und außen, ne? So, und die Linken, die haben da jetzt eine Steilvorlage gemacht. Ich hätte so gerne ein anderes Video noch gemacht. Ich habe so viele Möglichkeiten. Und man weiß gar nicht mehr bei dem ganzen Wahnsinn, für was man sich entscheiden soll. Ich habe mich heute für dieses Thema entschieden. Und erstmal herzlichen Dank auch für die Leute, die mein letztes Video auch so gut geteilt haben. Vielen Dank für die ersten eingegangenen Spenden seit 2 Jahren. Vielen herzlichen Dank. Und das nutze ich für mein eigenes soziales Netzwerk, was vor 6, 7 Jahren ans Netz gegangen ist, von mir programmiert wurde und eine freie Plattform für freie Meinungsäußerung ist. Im Beitrag ist der Link enthalten. So, auf geht's, los geht's. Ich starte mal, wer neu reinkommt, muss das von vorne sehen. Ich starte das Video, Achtung. Das Video ist von, kleinen Moment. Kleinen Moment, heute geht's wieder los. Du meine Güte, du weißt gar nicht mehr bei dem ganzen Wahnsinn, was du überhaupt noch sagen sollst. So, das Video geht um Frau Maja Tegeler. Frau Maja Tegeler, ich werde Sie in diesem Video jetzt erstmal, also ich bin etwas entrüstet. Entrüstet deswegen, weil ich persönlich finde, dass der Name Maja, den Sie sich gegeben haben, für mich persönlich, ja, nur meine freie Meinungsäußerung stehend in einer nicht vorhandenen Verfassung, in einem nicht souveränen Staat, ja, diese freie Meinungsäußerung meine ich, dass sie eine Diskriminierung für die Biene Maja sind. Ich persönlich mag ihren Namen nicht, ne? Ich finde, das ist wirklich eine Schande, weil die Biene Maja, die ist so süß. Und nun kommen sie daher, ne? Auf geht's. 1 Minute Video. Ich hoffe, es kommt gut rüber. Heute wird im Bundeskabinett das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz soll das über 40 Jahre alte diskriminierende Transsexuellengesetz ablösen. Das Selbstbestimmungsgesetz ist wichtig, weil es uns als Transpersonen ermöglicht, den Geschlechtsantrag im Geburtsregister ohne teure medizinische Zwangsbegutachtung vollziehen zu können. Auch im vorliegenden Gesetzentwurf gibt es zahlreiche diskriminierende Punkte. Den Sicherheitsbehörden sollen die Daten von Transpersonen nach einem Geschlechtseintrag übermittelt werden. Menschen wird nicht automatisch ermöglicht, den Zugang zu Saunen, Umkleidekabinen und so weiter wahrzunehmen. Diese Ängste, die dahinter stehen, sind komplett unbegründet. Männer werden nicht ihren Geschlechtseintrag ändern, um gewalttätige Verbrechen zu vollziehen. Wir brauchen nicht nur Symbolpolitik und Regenbogenflaggen, wir brauchen ein diskriminierungsfreies Selbstbestimmungsgesetz. So, meine liebe Frau Maja, was auch immer. Also da sage ich jetzt mal meine Meinung dazu. Nummer 1 ist, seien Sie doch zufrieden und glücklich darüber, dass die Regenbogenflagge, ja, die Sie, diese Agenda auserkoren hat, diese wirklich schöne Flagge, die man sich schon gar nicht mehr traut zu hissen, ja, dass sie es geschafft haben, mit ihrer Agenda, die auf den Reichstag zu bringen, diese Flagge und vor die Polizeistationen und sonstige Ämter. Ich sag Ihnen was, das ist ein voller Erfolg, weil das letzte Mal, dass eine Bewegung das geschafft hat, auf dem Reichstag eine Flagge zu hissen oder vor den Polizeistationen, das war zu NS-Zeiten, war der Nationalsozialismus, das war die Hitler-Flagge, ne? Also seitdem, seien Sie mal ganz froh, dass Sie das schon mal geschafft haben. So, und jetzt kommt es da zu dem Thema, Sie wollen auf die Muschifrauentoilette, also Sie wollen auf meine Toilette, ja, Sie wollen auf meine Toilette und Sie wollen in meine Sauna. Schauen Sie, wir machen das mal ganz einfach und kurz, ja. Sie sind ein Schniedelmann. Ein Schniedelmann. Sie fühlen sich wie eine Muschifrau, aber der Unterschied zwischen einem Schniedelmann und einer Muschifrau ist ganz einfach. Nummer 1,
das hier, ja? Und Nummer zwei, zwischen Ihren Beinen. Wir machen es ganz einfach. Gehen Sie doch mal einfach nackig vor den Spiegel, ja? Gehen Sie mal nackig vor den Spiegel. Stellen Sie sich mal hin, machen mal die Hose runter. Wenn Sie da ein drittes Bein zwischen Ihren Beinen wachsen haben, dann sind Sie ein Schniedelmann. Ein Schniedelmann. Wenn Sie dazwischen nichts haben, okay, dann habe ich kein Problem damit, dass Sie auf meine Muschi-Toilette gehen, ja? Aber ansonsten hier solche Argumente zu bringen, dass kein Schniedelmann sich den Eintrag machen würde, nur um eine Frau zu vergewaltigen. Hey, das empfinde ich persönlich anders. Sollten Sie als Schniedelmann auf meine Muschi-Toilette kommen, ja? Und ich sollte mitbekommen, dass Sie ein Schniedelmann sind, dann kann ich Ihnen eins garantieren. Ich werde Sie verbal im hohen Bogen aus meiner Muschi-Toilette rausschmeißen. Das verspreche ich jedem Schniedelmann, der sich als Muschifrau fühlt. So viel dazu. Dann wollen Sie in die Muschi-Sauna. Sie wollen auch noch in die Muschi-Sauna. Ich sage nein dazu. Nein, definitiv nein. Ein Schniedelmann hat in einer Muschi-Sauna nichts zu suchen. Ganz einfach. Das ist von unserer Geburt an her festgelegt. Es gibt für mich persönlich zwei Geschlechter. Drei, sag ich mal. Aber bevor ich es vergesse, liebe Schwule, liebe Lesben, Sie tun mir wirklich auch leid mittlerweile. Und ich denke, dass auch Sie mein Video sehr, sehr gut verstehen werden. Es ist nicht gegen Sie gerichtet. Ich bin offen für jede Form von privatem Ausleben der eigenen Sexualität. Sie können da machen, was Sie wollen. Das ist mir egal. Ich habe Schwulen, ich habe Lesbe, ich habe in meinem Freundeskreis da kein Problem mit. Ich habe ein Problem mit den Extremisten. Mit den Extremisten im Genderwahnsinn, damit habe ich ein Problem. Wenn ein Schniedelmann auf meine Muschi-Toilette will, dann raste ich aus. So einfach ist das. Und wie gesagt, man kann doch einfach froh sein. Regenbogenflagge ist doch gehisst. Das ist wie die Hitlerflagge. Das hat keine andere Flagge vorher geschafft, ne? Dass sie auf der Polizeiwache hängen und solche Dinge. Ne? Und das zeigt ganz klar die Agenda. Und ich habe da nur zu sagen, runter von meiner Muschi-Toilette, das sage ich Ihnen. Eins, das ist meine Meinung. Wie gesagt, danach die nicht vorhandene Verfassung aus dem nicht souveränen Staat. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Teilen. Ich würde gerne noch mehr machen, aber das Video scheint zu haken. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Schwule und Lesben in keinster Weise. Ich glaube, sie tun mir am meisten leid bei dieser ganzen ideologisch verseuchten, linksextremistischen und grünen, mistbasierenden Agenda, die Abschaffung des Geschlechts, die Abschaffung von Kultur, Religion und Identität. Nicht umsonst haben Studien ergeben, dass zu Corona-Zeiten jedes fünfte Kind mittlerweile in psychischer Behandlung ist. Und man hat manchmal das Gefühl, dass die Regierung sich daran einen aufgeilt, zu sehen, dass es gewirkt hat und dass diese Statistiken eigentlich nur zu diesem Zwecke dienen. Es ist gerade speziell für Kinder, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein Wahnsinn. Dieses Selbstbestimmungsgesetz gehört abgeschafft und die einzige Partei, die dafür eintritt, das ist die AfD. Und ich persönlich habe kein Problem mit, wie gesagt, mit unterschiedlichen Sexualpraktiken oder sonstigem. Jeder kann machen privat, was er will. Ich persönlich habe ein Problem damit, wenn Menschen sich in der Öffentlichkeit die Zunge in den Hals stecken. Und da ist es egal, ob das Mann, Frau, Frau, Frau oder Mann, Mann ist. Das gehört sich einfach nicht. Es hat was mit Moral zu tun. Es hat etwas mit Anstand zu tun. Aber diese Dinge werden in den Schulen nicht mehr gelehrt, in den Kindergärten nicht mehr gelehrt. Stattdessen gibt es Masturbationsräume, in denen die Kinder fußsexualisiert werden. Und an alle Eltern da draußen, wer das mit seinem Kind machen lässt, ich weiß nicht. Also für mich sind sie alle verrückt da draußen geworden. Ich persönlich, wie gesagt, sage eins ganz klar, kommen Sie als Schniedelmann auf meine Muschi-Toilette, dann gibt es so einen Ärger, das können Sie sich noch nicht mal vorstellen. Ich werde Sie nicht angreifen mit den Händen, aber ich werde Sie verbal in einer Lautstärke aus der Muschi-Sauna und Muschi-Toilette rausbuxieren,
dass sie sich überlegen, ob sie sich da unten ein Loch einbauen lassen. Das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Wenn Sie so ein Loch haben, ist das in Ordnung. Habe ich kein Problem damit. Da können Sie in die Muschitoilette kommen. Ansonsten nicht. Die Gewalt gegen Frauen und Kinder ist so exorbitant gestiegen. Und es ist nicht möglich, dass in einem solchen kleinen Schrebergarten wie Deutschland so ein Scheiß fabriziert wird. Vor allem das Gute ist, wir haben ja ausländische Mitbürger, die aus kulturell anderen Kreisen kommen. Die werden diesem Ganzen ein Garaus machen. Das kann ich dieser Regierung versprechen. Und da müssen Leute wie ich noch nicht mal irgendwas machen. Da, wenn aus islamischen Ländern, ja, wo diese ganze Gender-Scheiße sowieso verboten ist, was ich für gut heiße, die werden das schon richten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Teilen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag und ja, vielen Dank auch für jede Spende. Es hilft mir weiter, dass ich auch meine Meinung sagen kann. Vielen Dank und ja, danke fürs Teilen. Tschüss.